Hi. Hi. Ich bin viel schöner als du. Jetzt, wo euer starker Mann weg ist, tut ihr uns nichts, ne? Naja. Was habt ihr noch so? Habt ihr noch irgendwas Interessantes? Irgendwas Nützliches? Wahrscheinlich nicht. Ich nehme mal lieber den Revolver raus, nur für den Fall, dass sie uns doch noch angreifen wollen. Das für die Tube, Komponente B, die Zahnpasta. Komponente B. Für strahlend weiße Zellen. Xing-Sang. Es on the station. Yes, we deliver. Aha. Burnhouse. Burnhouse? Oder Burphouse? Weiß nicht so recht. Die Stationstrennungssequenz ist nun abgeschlossen. Ach, da waren wir jetzt erst wieder hergekommen. Ja, da geht's nicht rein, oder? Dazu wir bedanken rein. Uns für Ihre Geduld. Aha, jetzt sind wir hier. Wie kommen wir da hinten hin? Ach so, das ist die Tür zum Marshall-Büro, die versperrt ist, oder? Oder? Ja, ich glaube schon. Nee, das Marshall-Büro ist ja unten. Wenn ich mich recht erinnere. Ah, doch, das Marshall-Büro war da, in der Richtung. Was ist es dann für eine verschlossene Tür? Tut mir leid, aber sowas will ich wissen. Nee, jetzt nicht. Ach, das ist direkt vor uns. Das ist gar nicht. Da kommen wir gar nicht hin. Keep out. Da kommen wir sowieso nicht rein von dem her. Boah, ist das ein verwirrendes Ding. Ganz ehrlich, ich komme hier nicht so recht. Ich komme hier nicht zurecht. Strom wiederherstellen. Also doch wieder oben. Oder? Wahrscheinlich müssen wir oben den Strom wiederherstellen und dann können wir die Türen öffnen. Es würde mich nicht wundern, dass, wenn wir durch das Strom wiederherstellen, wieder Hiwis anlocken würden. Das würde mich nicht wundern. Weiß nicht hier durch. Ach, das war hier, genau. Dann war das hier durch, oder? Nein, Mann, das ist aber. Ach, da genau. Ja, ja, sie arbeiten für sie, damit sie, bla bla bla. Die sind zu schlecht, um einen lebensechten Syntheten zu entwickeln. Siezen. Einfach genial. Ja, ja. Schön billig. Insofern sind sie wirklich, einfach genial. Ach Gott. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Falls Sie diese Anlage in einem unannehmbaren Zustand vorfinden sollten, wenden Sie sich bitte an uns.
Anfang bis Ende. Ich erledige dich. Ah, verdammt, falsch. Au, au, au. Geh doch nicht hysterisch, du bist Gewalt. Voll blödes Arschloch. Blöds Ding. Mann. Das können wir den nicht mal richtig rausnehmen. Weil er nichts Nützliches dabei hat. Sollten unsere Items mehr nutzen. Ganz ehrlich. Die MP-Bomben und sowas. Die haben zu viele davon. Da müssen wir lang. Das heißt, wir gehen jetzt überhaupt hier lang. Wenn es ein Terminal geben würde, wo man die Dinger abschalten kann, auf dem ganzen Schiff, ich würde sofort suchen. Auf ein Hiwi ist immer Verlass. Bla bla bla. Und dann wird diese nervige Stimme. Da vergeht mir ja die Lust zu spielen. Wo soll er jetzt hin? Hier lang. Die Ausführungsierung von den Speicherpunkten ist echt seltsam, das fällt mir gerade auf. Teilweise gibt es die überall, wie jetzt gerade eben. In der Galerie, da gab es die wirklich an jeder Ecke. Und teilweise gibt es die auch nur sehr, sehr spärlich. Der wurde erschossen. Was haben wir hier? Aha, ein Lagerraum, wie es aussieht. Ah, ein Lüftungsschacht. Da können wir nicht lang. Vorab Sebastopol wurde kürzlich erhöht auf Omega. Bitte warten Sie auf weitere Anweisungen. Dass die Gefahrensicherheitsstufe auf Omega erhöht wurde, das wussten wir bereits. Das wussten wir schon am Anfang des Spiels. Wenn ich mich nicht irre. Alter, ist die Taschenlampe hell? Die habe ich gar nicht so hell in Erinnerung. Und hier geht's wieder raus. Wo sind wir denn jetzt? Lalü? Irgendeine Cafeteria oder sowas? Moment. Ach, jetzt sind wir. Jetzt sind wir da, wo ich vorhin gesagt habe, der Strom muss wieder hergestellt werden bei den Gittern. Unter der Brücke, wo die Leute waren, glaube ich. Genau. Interessant. Was ist dein Plan? Hey, Mart. Vermutlich hast du mittlerweile von der Stilllegung der Station gehört. Was ist dein Plan? Ich habe ein paar Kontakte, die mir Arbeit verschaffen können. Ich kann dir nichts versprechen, aber vielleicht finden die für dich auch was. Die haben mit der Schließung der Geschäfte in der Galerie angefangen. Dein Laden ist noch vom letzten Jahr zugenagelt. Tut mir leid, dass du ihn verloren hast. An dir klebt das Pech. Hörst du auch von Margaret und den Kindern? Vielleicht solltest du sie besuchen, wenn du von Sevastopol abhaust. Sag Bescheid, wenn ich mich für dich umhören soll. Gillen. Sicherheitsrisiko. Blythe, wir müssen diese automatischen Hausmeister irgendwie ausschalten. Sie gefährden die Sicherheit. Wann immer die ihre Putzrunden drehen, besteht das Risiko, dass sie der Kreatur einen Weg öffnen. Oder Plünderer reinlassen. Ja, das haben wir uns zunutze gemacht. An alle Einwohner von Sevastopol. Die Stilllegung der Station ist im Gange. Bitte lesen und beachten Sie folgende Punkte.
Ein Verbesserungsteam verbindet sich auf Sevastopol, um den Stilllegungsprozess einzuleiten. Bitte zeigen Sie sich ihnen behilflich. Wir verfügen über ausreichend Nahrungs- und Medizinvorräte. Die Flugbahnänderung des Versorgungsschiffes hat keine Auswirkungen auf Ihre Lebensrealität. Sollten Sie die Vorräte dennoch zuteil gehen, kann es zu Rationierungen kommen. Vorratsortung und illegaler Handel werden nicht geduldet. Bitte melden Sie verdächtige Aktivitäten dem Sieksen Sicherheitsdienst, der in Zusammenarbeit mit den Colonial Marshals Nachforschung anstellen wird. Ein Unterbringungsdienst für die Bevölkerung wurde eingerichtet. Wir unterstützen Sie gerne beim nächsten Schritt, tragen jedoch keinerlei Kosten. Benötigen Sie finanzielle Hilfe, empfehlen wir den Sieksen Kreditdienst. Die Stilllegung ist endgültig. Sie müssen umziehen oder mit einer Zwangsräumung rechnen. Die Menschen haben Angst. Ich habe vor ungefähr 24 Stunden im Galerie-Einkaufszentrum-Lager aufgeschlagen. Die Menschen hier, sie haben Angst. Aber sie glauben noch immer, dass Marshall Waits die Kreatur töten wird. Andere Gefahren scheinen sie vergessen zu haben. Sie haben sich selbst vergessen. Die Menschen wenden sich gegeneinander für Nahrung, Wasser. Ich kann nicht hierbleiben. Wer auch immer du bist, gute Frau. Das ist ein Hebel, aber wir kommen gar nicht dran, ne? Das ist wieder eine Falle. Das ist offensichtlich ganz schlecht gemacht, liebe Entwickler. Ganz schlecht gemacht. Den haben wir nämlich nicht auf den Boden gehauen. Wo sind wir denn jetzt? Ach, im Marshallbüro. Ah, okay. Das war ja einfach. Ich habe gar nicht auf die Karte geguckt oder so. Ich bin einfach nur irgendwie Niedrungsschächten gefolgt. Beschlagnahmt. Ja, das wussten wir schon. Fehler Audio, eine Art Parasit. Wait. Dr. Lingard hier. Ich habe soeben die Patientin untersucht und ich habe so etwas noch nie gesehen. Es handelt sich um eine Art unbekannter Parasit. Ich habe den Namen überprüft, den sie mir gegeben haben, und niemand ist unter diesem Namen auf Sevastopol registriert. Ich glaube, sie ist vor kurzem an Bord gekommen. Wissen Sie hierüber Bescheid? Keine Ahnung, was Sinclair und seine Leute getan haben, aber das hätte während der Quarantäne bemerkt werden müssen. Wer weiß, was die sonst noch haben durchgehen lassen. Die Patientin und ihr Captain warten im Untersuchungszimmer auf mich. Kommen Sie hier runter, sofort. Ich glaube, das haben wir schon mal gehört. Ich glaube, das hier auch. Wir sollten uns darüber unterhalten, was in San Cristobal vorgefallen ist. Ich verstehe, dass es eine unangenehme Situation war und dass Sie die Sache so schnell wie möglich hinter sich bringen wollen. Aber ich muss sicherstellen, dass Sie nichts Unüberlegtes tun. Was ich meine ist, die Kreatur einzufangen, ohne sie zu töten. Wenn wir uns klug anstellen, könnten wir bis an unser Lebtageende ausgesorgt haben. Ich kenne die richtigen Leute, Waits. Ich kann alles einrichten. Sie werden auch nicht jünger, Waits. Sie können nicht für immer so weitermachen. Und was tun Sie, wenn Sevastopol stillgelegt ist? Sie haben meine Nummer. Ransom Ende. Hm. Ja, das haben wir tatsächlich schon gekannt. Ein Sicherheitsanzug oder ein Raumanzug. Vielleicht beides. Genauso wie das hier. Na nö. Da ist nichts drin. Hier war Taylor drauf, genau. Taylor ist nicht mehr hier. War der beim letzten Mal auch schon da, der Schacht? Ich kann mich nicht daran erinnern. Normalerweise fällt mir sowas auf. Ach nee, eine Leiche. Das haben wir uns ja schon gedacht, dass sie alle tot sind. Punkt 92, Home Fires Burning. Punkt 82, das ist die Entfernung vom nächsten Blip gewesen, das Geräusch gemacht hat oder Bewegung gemacht hat. Speichern wir erstmal. So. Und bevor ich jetzt weitermache,
beende ich die Aufnahme hier, denn ich habe ehrlich gesagt gar nicht so viel Zeit, beziehungsweise es ist schon sehr spät. Und die Folge habe ich mehr in Not aufgenommen sozusagen, weil mir sonst eine Folge gefehlt hätte. Ja, das heißt, ich verabschiede mich jetzt, bedanke mich fürs Zusehen. Es war aber auch, waren jetzt sehr ruhige Folgen, muss ich sagen, sehr, sehr, sehr ruhige Aufnahmesession. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich sehr müde bin. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.